Hi und herzlich willkommen zu einer Mathe-Wer-wird-Millionär-Frage, die 4000 Euro wert ist und die Rainer Kallmund mit einer total cleveren und ich finde echt überraschenden Idee easy gelöst hat. Die Frage lautet: Wie viel Euro brauchen 5 Billardspieler in der Kneipe, wenn jeder gegen jeden spielen soll und eine Partie 2 Euro kostet? Sind es 10 Euro, 12 Euro, 18 Euro oder 20 Euro? Haltet das Video mal an und probiert es mal selbst zu lösen. Und falls euch diese Fragen gefallen, dann abonniert doch auch gerne den Kanal. Da freue ich mich riesig und das unterstützt meine Arbeit hier total. Ich habe ja schon angekündigt, Rainer Kallmund hatte eine sehr clevere Idee hier. Ich persönlich habe das gelöst, indem ich meine Hände genommen habe und überlegt habe, das sind die 5 Spieler und dann. Oh, ich habe einen richtigen Abdruck vom Tablet gerade. Sehe ich. Egal. Und dann also spielt hier der da gegen den, der da gegen den, der gegen den und der gegen den. Dann spielt noch der da gegen den, der da gegen den, der da gegen den und so weiter. Und es ist aber relativ kompliziert, sich das auseinanderzudröseln. Viel einfacher ist nämlich die Idee von Rainer Kallmund. Der hat gesagt, ach, ist doch ganz einfach. 5 Billardspieler stelle ich mir vor. 5 Fußballmannschaften. In der Kneipe stelle ich mir vor, in dem Fußballturnier. Wenn da jeder gegen jeden spielen soll, dann gibt es bei 5 Mannschaften auch 5 Runden. In jeder Runde ist eine Mannschaft spielfrei und die anderen 4 Mannschaften spielen einer gegen den einen, der andere gegen den anderen, also pro Runde 2 Spiele. 5 Runden, in jeder Runde 2 Spiele, macht 10 Spiele. Und wenn 10 Spiele gespielt werden, jedes Spiel 2 Euro kostet, zack, bin ich bei 20 Euro. Und das finde ich so genial, weil er das einfach wirklich ohne jegliche Kombinatorik, Stochastik oder sonstige mathematische Gedanken gelöst hat. Einfach mit einer Situation aus dem echten Leben. Schreibt doch gerne mal euren Lösungsweg in die Kommentare und wie ihr den von Rainer Kallmund findet. Und für mehr Aufgaben, wo auch ein Fußball vorkommt, schaut mal hier rein. Und für mehr Werbemillionär-Fragen habe ich da oben eine ganze Playlist für euch. Viel Spaß damit und bleibt fit im Kopf!